So kann ein Sonntagnachmittag aussehen, ein Korb voller Essen und die Familie rundherum. Was nach Völkerwanderung aussieht, ist das Familienpicknick des Familienreferats Oberösterreich. Wir befinden uns da am Schusterberg. Der ist in der Ortschaft Vordang auf einer Höhe von 647 Meter mit einem tollen Ausblick auf den Böhmerwaldkamm. Zurück in die Antike. Bereits in dieser Zeit wurde schon unter freiem Himmel gegessen. Einen regelrechten Boom löste Queen Victoria im 19. Jahrhundert in England aus. In dieser Zeit etablierten sich das klassische Picknick und der Korb, in dem kleine Häppchen, Geschirr und eine Decke bequem Platz fanden. Der Grund, diese alte Tradition in Oberösterreich aufleben zu lassen, liegt für Franz Hiesel auf der Hand. Weil wir haben möchten, dass die Familien wieder zum Ursprünglichen zurückkommen. Wir leben in einer Zeit, wo jeder seine Wege geht. Der eine sitzt beim Computer, der andere sitzt beim Fernseher und der dritte macht was anderes. Hier ist Gelegenheit, dass eine ganze Familie auf der Decke Platz findet, dass gemeinsam gespeist wird, dass Spiele gespielt werden. Auf das legen wir generell viel Wert, dass wir gemeinsam essen. Also das ist bei uns schon ein Fixpunkt. Wir sind normalerweise eine Familie mit 3 Kindern. Zwei sind allerdings jetzt auf Sommerlager. Aber das ist uns schon wichtig, dass wir gemeinsam Ausflüge machen und gemeinsam was unternehmen. Am kommenden Sonntag, den 22. Juli, findet das nächste Familienpicknick statt. Ab 11 Uhr in Stegen im Bezirk Christkirchen. Infos dazu unter www.familienkarte.at.